Wir waren ja schon einige Male bei dem Künstler Peter Ratz im Örtchen Eiserfei bei Mechernich und haben seine unzähligen, oft skurrilen Gartenskulpturen bewundert und über seine Riesenobjekte geschmunzelt. Peter, was gibt es denn diesmal zu sehen? Das hier ist die Blaue Elise. Und die Blaue Elise ist einer der Helden meiner Kindheit gewesen. Von Rosa Rote Panther hat sie immer gefightet und hat Charlie versucht zu kriegen. Die Termite. Und die Blaue Elise ist eigentlich ein Erdferkel. Und wir haben immer gedacht, es ist ein Ameisenbär. Aber das wird einfach falsch übersetzt scheinbar. Es, Blaue Elise ist original im Amerikanischen. Ein Erdferkel. Ja. Und die fand ich sehr gut. Und das hat auch Spaß gemacht, die zu machen. Und dann haben wir noch so ein kleines Motto dahin gemacht. Von wegen gleiche Arbeit, gleicher Lohn, weil die Idee einfach nur witzig ist, wenn die ganzen Tiere auch noch ihren Lohn, ihre Gleichberechtigung fordern, kriegen wir wirklich ein Problem. Warum hat die jetzt so eine Hake? Ja, weil sie eigentlich im Garten arbeitet. Sie macht Gartenarbeit und verlangt praktisch denselben Lohn wie jeder Gärtner. Und ja, ist aber mehr sehr humoristisch und nicht so tiefsinnig gedacht eigentlich. Nee, das ist neu hier, aber das ist letztendlich mein Steuerberater, der wo wohnt in Wallrabenstein. Und der wollte was für seine neue Kanzlei. Da war es oben auf dem Dach geplant, da hat er die Denkmalbehörde gesagt, nee, das ist nicht so toll, du sollst doch wieder an die Seite machen. Nest an der Wandseite fest und da sitzen die drei Vögel, da auch einer wieder mit Selfie-Stab, einer liest die Zeitung, einer mit Fernrohr. So wollte er es haben, die drei Vögel. Es ist ein Vogel, der hat aber noch gar keinen Namen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Eigentlich hatte ich den Kopf probiert und wollte einen Rock machen. Und der Rock ist übrig geblieben. Und dann habe ich den oben so ein bisschen drapiert um diese Kugel rum. Und das ist dann, fand ich, eher mehr so Kopfschmuck gewesen. Und so ergibt sich das manchmal mit der Kunst. Und dann probiert man rum. Und dann hat man was geschaffen. Und dann versucht man das zu erklären, was man da gemacht hat. Und dann der Kopf, zwei Augen dran. Und der Kopf ist fertig. Noch zwei Flügel und schnell ist der Vogel fertig. Also das hier ist noch eine Figur, die ziemlich skurril ist, die ich letztes Jahr so aus Spaß ein bisschen gebaut habe, weil mich das interessiert hat, so ein bisschen das Brave und das Böse so in einer Figur zu finden. Und da habe ich letztendlich bei einem Kunden, dem ich einen Elefantenkopf gemacht hatte, der hatte an der Stelle vorher einen Gazellenkopf hängen und hat gesagt, oh, dann nimm du den Gazellenkopf. Und ich fand das wunderschön, habe diesen Gazellenkopf dafür bekommen und habe den dann wieder neu verwurstet eigentlich. Ich habe zwei Töchter und die waren, die eine ganz verrückt nach Prinzessin Lilifee, was so ein Merchandise-Produkt ist. Und viele schöne Bilder, viele Sachen, die man kaufen kann für das kleine Kind. Für jeden Kindergeburtstag ist dann was dabei. Die haben eigene Ständer und eigene Geschichten. Und diese Prinzessin Lilifee ist eine glitzernde Figur. Und ich hatte gedacht, naja, wir machen die mal ein bisschen böse. Und eigentlich hat die auch eine dunkle Seite gehabt, die Prinzessin Lilifee. Und die hat gern gepokert. Und das wusste ein Dämon. Und dieser Dämon hat mit ihr gespielt und hat auch gewonnen und hatte dann für eine Nacht eigentlich die Möglichkeit, das Antlitz von Prinzessin Lilifee zu nutzen. Und die zwei ist dann draus geworden. Vorne der Dämon und Teile noch von Prinzessin Lilifee. Ja. Und das ist von meiner Tochter, die mir am Gardewettstreit den ersten Platz gewonnen hatte und das Ding ausmustern wollte, ihren Pokal. Und ich konnte es nicht, ich konnte ihn nicht gehen lassen, den Pokal. Und sowas habe ich bei mir in der Schatzkiste und hole ich dann raus, wenn ich manchmal irgendwelche Sachen, Beigaben für meine Figuren suche. Ja. Und so hat der Dämon den ersten Platz im Gardewettstreit gewonnen.